flink. Danke vielmals, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf der Galerie sehe ich nicht mehr viel, aber trotzdem ein herzliches Grüß Gott, die noch da sind und zu Hause bei den Fernsehschirmen zuschauen. Ich glaube, Frau Staatssekretärin, Sie haben ja das in der Tiefe erklärt und möchte das jetzt nicht wiederholen. Also was jetzt gemacht werden sollte, eigentlich die Weiterentwicklung, die Erfolgsmessung im Tourismus, die Nachhaltigkeit, aber generell zum Tourismus. Ja, der Kollege Spalt sagt, das Essen gehen können wir uns nicht mehr leisten und Urlaub können wir uns auch nicht mehr leisten. Der Herr Kollege von der SPÖ sagt, weil alles so teuer ist, ihr müsst endlich einmal im Tourismus ein bisschen mehr zahlen, die Leute besser behandeln. Geht's aus und schaut's, was die Betriebe investieren. In Mitarbeiterwohnungen. Schaut's an, was im Tourismus inzwischen verdient wird. Und machen wir nicht die Augen zu, warum es so schwer ist, gerade im Dienstleistungsbereich Menschen zu finden, die dort arbeiten. Weil die dann arbeiten müssen, wenn die anderen Urlaub machen. Weil sie dann arbeiten müssen, weil andere frei haben. Und es ist halt nicht mehr so attraktiv, am Samstag zu arbeiten, am Sonntag zu arbeiten, Weihnachten zu arbeiten, über Osterferien zu arbeiten. Gegen das kämpfen wir auch an. Und als praktizierender Touristiker, wenn ich auch der Alte in unserem Hotel bin, sage ich Ihnen auch, wissen Sie, wo das auch ein großes Problem liegt? In der Dienstleistung. Wenn die Servicekraft, ob Mann oder Frau, beim Gast ist, weil er eigentlich dort alles abfangen muss, wo der Mensch eigentlich Sorgen hat. Oder wenn ein Grantiger ins Gasthaus kommt. Die Bedienung kann nichts dafür, wenn eventuell in der Küche mal was daneben gegangen ist. Die Bedienung kann nichts dafür, oder die Rezeptionistin, wenn eventuell irgendwo im Zimmer mal ein Wasserhahn tropft oder sonst irgendwas dahin ist. Aber wissen Sie, wer diesen Unmut wirklich abkriegt? Das sind genau diejenigen Menschen, die genau beim Gast dort sind. Und bei der ÖPP hat man einmal gesagt, man kriegt keine Schaffner mehr, weil er für die Vorgäste immer Schaffner schon, aber zumindest diejenigen, die was kontrollieren, ob sie Karten mithaben oder keine, wo er gesagt hat, die gehe überhaupt nicht mehr kontrollieren, weil ich lasse mich nicht für die Leute immer eigentlich anschreien. Bei der ÖPP ist das. Und im Dienstleistungsberuf sage ich ganz ehrlich, wir sind immer an der Front, wir sind immer am Gast, ob der Gast gut aufgelegt ist oder schlecht aufgelegt ist. Und dafür sage ich ganz ehrlich, im Dienstleistungsbereich und wer im Dienstleistungsbereich arbeitet, von diesen Menschen ist der Hut zu ziehen. Von diesen Menschen ist der Hut zu ziehen. Tourismus allgemein noch dazu, viele Landregionen, sage ich ganz ehrlich, hätten keine Wirtschaft, wenn nicht der Tourismus war. Weil wenn nicht dort über den Tourismus dazu investiert wird, verstehst du, mir war auch das Kleingewerbe nicht da. Die Akzeptanz ist noch relativ groß, nicht ganz klar wie bei 80%. Und viele Infrastruktur, gerade im ländlichen Bereich, wäre nicht dort, wenn sie nicht vom Gast mitfinanziert würde. Ohne Tourismus im ländlichen Bereich gibt es auch keinen Freizeittourismus, weil einfach nichts mehr da ist. Seien wir uns das bewusst. Und eine Bitte an wirklich euch alle. Ihr könnt uns glauben. Wir Touristiker, wir schauen auf unsere Leute. Wir zahlen die Leute gut. Und es muss ein gutes Arbeitsklima sein. Wer das nicht einhaltet, der kriegt sowieso keine Leute mehr und kann das Lokal zusperren. Es funktioniert nur so. Und uns ist das bewusst. Und auf unsere Leute wird wer geschaut, wie manchmal da aus dieser Seite oder aus dieser Seite gesprochen wird. Und wenn da ins Gasthaus geht, das geht auch die Seiten. Und wenn Klausuren sind oder sonst irgendwas. Und die Bedienung sagt um eins, wir müssen Sperrstunde machen, weil es heute ist es einmal genug. Wisst ihr, was wir nachher noch schon gehört haben? Wir haben zu Hause auch solche Veranstaltungen von Vereinen. Ich will gar nicht sagen, jetzt aufzählen, von was alles. Von Leuten, die manchmal genau da herinnen das predigen, was ihr sagt, schaut ein bisschen mehr auf die Leute. In das Gasthaus gehen wir nie mehr rein, weil da hat die Bedienung und der Kellner eins schon zugesperrt und wir haben nicht bis drei sitzen können. Wir brauchen gegenseitig mehr Verständnis, dann brauchen wir uns von dem Tourismus keine Sorge machen. Und Frau Staatssekretärin, Sie haben den Tourismus immer gelebt und ist bei Ihnen in guter Hand und dafür danke ich Ihnen. Applaus.